Essen. Eisna durch Harden, Arid Rurire Ravix. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Es wird alles. Und noch eine! Und noch eine! Lac c'est la vie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Bist du taub oder tot? Hast du gesehen? Schnell zum Kommandanten gehen! Was meine Alte wohl zu essen macht? Der Geruch führt zu dieser Tür. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen! Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen.
Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut, das ist schon klar. Ich kann alles erklären, also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist, du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen, Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Vielleicht kann ich sie dir noch einen Tag ausleihen. Was sagst du? Das sind mindestens noch 3 Nummern. Abgemacht, Kollege. Ich bin zurück. Psst, nicht so laut. Du wächst sie noch, dann will sie noch mal. Wer denn? Rosalinda? Luisa, ihre Cousine. Die ist unersättlich und unerschöpflich. Und ich bin völlig alle. Wie war das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim letzten Mal... ist mir fast die Pumpe explodiert. Hier, nimm du die Hoden. Möge Majoran dich mit Kraft segnen. Du wirst sie wohl brauchen.
Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie, wahrhaftig. Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Nur ein paar Tropfen Wein. Schon ist es besser. Jeden Tag dasselbe. Wein, Wein, wieder Wein. Ich werde noch warten. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich.
Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Jemand sucht eine Eskorte. Das mache ich nicht oft, aber vielleicht lohnt es sich. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen. Doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Langsamer. Arbeit über Arbeit. Und ich hol mir auch noch was weg.
Arbeit, mal Arbeit. Weiter so, Plätze. Solche Spuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Lauf, Plätze! Langsam. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los.